Hallo liebe Zuschauer und guten Morgen, willkommen zurück zu Stardew Valley. Wir schauen uns alles als allererstes natürlich den Wetterbericht an für das morgige Wetter. Heute soll es ja schön und sonnig sein und morgen ist es going to rain all day tomorrow. Da müssen wir wenigstens die Pflanzen nicht gießen, aber ist heute Nacht ein Wunder passiert. Es ist eine Fee vorbeigekommen und hat dafür gesorgt, dass diese Parnips hier wachsen. Kann ich die einfach anklicken? Parsnip. Journal updated. Dann zeigen wir mal das Journal, was da jetzt steht. Getting started haben wir. Raising animals. Robin, the local carpenter, lives north of town. In exchange for raw materials and money, she'll construct new buildings on your farm. You'll need her to build a coop, or barn so that you can raise animals. Okay, machen wir später. Advanced. As you gain experience, you'll discover new crafting receipts and increase profit and make life easier. A scarecrow, for example, will prevent crows from snacking on precious crops. Haha. Brauchen wir also auch noch hier eine Heustrecke. Eine Heustrecke, wie heißt das nochmal? Das ist eine Scarecrow. We're getting started, das haben wir auch. If you want to become a farmer, you have to start with the basics. Use the hoe until the soil. Ja, haben wir gemacht. Und dafür kriegen wir 100 Gold. Direkt mal schön kassieren. Also nur, weil wir eine Aufgabe erfüllt haben. Okay, und hier den Parsnip, den können wir jetzt einfach da reinlegen. Cool. Ja, dann werden wir die anderen natürlich auch pflücken. Das landet alles im Inventory. Ja, die anderen müssen halt noch ein bisschen wachsen. Aber das war schon schön mit der Elfe, die da gekommen ist. Hm, wie nett. Und alles da rein, bitte. Und der holt das dann abends ab oder nachts und dafür kriegen wir dann Geld überwiesen auf unser Konto. Aber heute müssen wir dann nochmal die Sachen gießen. Müssen wir dich auch gießen? Das sah schon so gegossen aus, aber ich mach's nochmal. So. Auch schön, wenn man sich da dran bewegt, wie die sich so ein bisschen bewegen. Also hier wurde so unglaublich auf Details geachtet. Für ein Ein-Mann-Projekt einfach nur der Wahnsinn. Ich kann mich da einfach nur wiederholen. Wir haben Post. Hello there. Just got back from the fishing trip. You should come down to the beach sometime. I've got something for you. Willy. Okay, dann gehen wir irgendwann mal zur Beach. Um 7.30 Uhr morgens. Werden wir jetzt aber erstmal in die Stadt gehen oder kann ich irgendwas anbauen? Was ist das denn? Kann ich das essen? Da kriegt dann wieder Energy zu. Kann ich das aber auch da rein tun, oder? Ach, ist ja cool. Die Sachen, die wir anbauen, können wir auch selbst essen. Das ist ja praktisch. Was haben wir denn hier? Sap Forage. A fluid obtained from trees. Okay. Sollte man nicht essen. Was haben wir hier? Clay, Stone, Wood, Fiber. Skype. Ich glaube, es wäre mal gar nicht so unpraktisch, wenn ich eine Kiste bauen würde. Das brauchen wir da. 50 Wood brauchen wir für. Eine Kiste, damit wir hier Axe isn't strong enough to break the stump. Okay. Damit wir nämlich Sachen, die wir nicht brauchen erstmal, müssen wir nicht direkt wegschmeißen, dass wir die ablegen können in der Kiste. Also praktisch ja, als Vorrat. Jetzt weiß ich auch, was die ganze Zeit hier so brummt auf meinem Schreibtisch. Das ist der Controller, das habt ihr nicht mitbekommen. Also man kann das Ganze auch mit dem Controller spielen. Aber ich denke, mit WASD und Maus funktioniert das bisher alles richtig gut. Das reicht noch nicht. Doch, reicht wohl, wir haben schon 53 Wurz. Na egal, den Baum, den holzen wir noch ab. Und bauen dann... Zack, zack, lass mich mal da dran. An das Holzstück. Bauen dann eine Kiste, die wir, glaube ich, auch hier draußen irgendwo hinbauen. Da können wir dann das Zeug, was wir nicht brauchen, ablegen. Eine Kiste. 50 Wood, genau. Zack. Landet automatisch in unserem Inventar. Aber wo stellen wir die hin? Das ist die große Frage. Ist nicht, dass sie irgendwo im Weg steht. Passt die hier hin? Neben dem Briefkasten? Ich denke schon. Sehr schön. Okay, und dann legen wir nämlich das ganze Zeug da rein. Aber brauchen wir auch nur anklicken. Das ist natürlich auch wieder super. Okay, hoffentlich glaubt uns das keiner. Ich würde sagen, wir gehen neue Samen kaufen. Oder sollten wir vielleicht erst einmal ein neues Feld anlegen, wo wir Sachen anbauen können. So. Ich glaube, da kann man auch zwei nebeneinander bauen, oder? Dann kann ich ja immer noch von beiden Seiten gießen. Kann ich nämlich hier das nächste bauen. Na? Energie geht schon wieder runter. Naja, wir sind ja auch noch ein unerfahrener Farmersjunge. Müssen uns erstmal an die harte Arbeit hier auf dem Land gewöhnen.
Und dann hier noch. Schön, dann können wir eine ganze Menge wieder anbauen. Wir können nämlich jetzt mal... Gut, ich weiß jetzt immer noch nicht, wie viel es für die Parsnips gibt, die wir jetzt abgelegt haben in diesem Container hier oben. Können wir uns das nochmal angucken? Können wir das nochmal anklicken? Last Item Shipped. Ne, ist schon weg. Egal, werden wir dann ja sehen. Wenn er das abholt, dann kriegen wir das Geld ja wohl hoffentlich überwiesen. Und dann werden wir jetzt in die Stadt gehen und uns neue Samen holen. Vielleicht können wir uns auch was anderes holen. Ich meine, die Parsnips werden wahrscheinlich nur die grundlegenden Samen sein. Und dass man dann für, dass ich für Kartoffeln oder was man noch anbauen kann, Erdbeeren oder so, dass man dafür dann halt mehr Geld bekommt. Oh, ein Ausrufezeichen. Ausrufezeichen ist gut. Das wolltest du mir aber bestimmt nicht sagen, oder? Ja, wie komme ich da dran? Das ist ein bisschen tricky. Ah, help wanted. Could someone bring me a daffodil? I could use one. Was ist ein Daffodil? 90 Gold bei Lieferung und Jody zeigt sich erfreut. Wenn ich wüsste, was ein Daffodil ist, dann Jody bringe ich es dir. Aber so lange kann ich dir leider nicht sagen, was ein Daffodil ist. To the beach, neue Aufgabe. Someone named Willy invited you to visit the beach south of town. He says he has something to give you. Vor 5 Uhr soll man da sein. Okay, dann gehen wir jetzt erstmal in den Shop rein. Einmal zu Pierres, um neue Samen zu kaufen. Hey, kann man dich schon? Komm mal her. Marnie! Hallo Marnie! Ich bin MS Standard, wie geht's dir? Ah, Mayor Lewis told me you just arrived. I'm Marnie. Good to meet you. Aber ich bin voll in der Arbeit drin, Marnie. Ich habe jetzt leider überhaupt gar keine Zeit, mich zu unterhalten. Da muss man immer hinter die Theke gehen hier. Egal. So, lass mich mal Samen kaufen. Da, genau. Parsnips oder Bean Starter. Oder Flowers. Ich habe keine Ahnung, was wir kaufen sollten. Sollen wir aber Potatoes kaufen? Brauchen 6 Tage. Und wie viele kriegen wir dadurch? Einmal nur? Ein Seed nur? Na komm, dann haben wir 10 Seeds, die wir anbauen können. Finde ich jetzt ein bisschen teuer. Ich habe jetzt gedacht, das wären, was ich, wenn man eine Tüte kauft, kann man dann, was ich, dann 20 Stück oder so. Bist du Louis? Ah, dich kennen wir schon. Dass man dann 20 Stück anbauen kann oder so. Pflanzen kann. So, how was your first night in the old cottage? Gut, danke. Und wo geht's bitte zur Beach? Aber ich habe eine Karte, da können wir nachschauen. Wir sind da und die Beach ist da unten. Dann gehen wir hier den Weg entlang und dann nach rechts. Ja. Finde ich jetzt ein bisschen teuer. Aber na gut, wenn es natürlich dementsprechend eine Vergütung gibt. Ist das denn hier der Friedhof oder was? Naja, finanziell werden wir schon klarkommen. Hoffentlich habe ich mir ja jetzt nicht ein Dead End gebastelt hier. Nach dem Motto, oh, MS Standard ist bald pleite. Oh, wer ist er denn? Das ist bestimmt Willy, mit dem wir die Verabredung haben. Ahoy there, son. Heard there was a newcomer in town. Good to finally meet ya. Ah, I'm still trying to unwind from a month out on the salty sea. Ah, er ist also Seefahrer. Er sieht doch ein bisschen aus, als wäre er... Naja, könnte sich ein bisschen erholen. It was a big haul. Finally saved enough to buy me a new rod. Cool, dann gib mir doch deine alte. Here, I want you to have my old fishing rod. Genau, danke. It's important to me that the art of old fishing stays alive. And hey, maybe you'll buy something from the shop once in a while. Ja, klar, sicher. You received a bombo pole. Okay. Also eine Angel aus einem Bambu-Pol oder so. There's good water here in the valley. All kinds of fish. Oh yeah, my shop's back open now. So, come by if you need supplies. I'll also buy anything you catch. Oh, okay, dann können wir den Fisch bei ihm verkaufen. Das ist schön. If it smells, it sells. That's what my old papa used to say anyway. Alles klar, lass mich nochmal fischen dann jetzt. Also fischen kann man und angeln kann man hier auch in dem Spiel. Ist das nicht nett? Das ist doch richtig nett. Okay, dann mal bitte die Fishing Rod.
Und warten, bis was anbeißt. Kriege ich dann eine Rückmeldung? Das, was angebissen hat? Sieht aus wie so eine Pokémon-Kugel, das Ding hier. Und bestimmt noch Pokémons im Spiel. Kleine, kleine Taschenmonster. Okay, das war nichts. Probieren wir das nochmal. Irgendwas muss da anbeißen. An der Stelle möchte ich gerne mal den Anagnorisis grüßen. Ein großer Angelfan. Hat ja mit mir auch ein kleines Angel-LP auf der PlayStation 1 gemacht. So Angelspiele, die seien, kann man sagen, vielleicht ein bisschen langweilig. Ja, was muss ich denn tun, wenn es rappelt? Aber es ist auch entspannt. Entspannt zurückgezogen. Man kann sich mal Gedanken machen, die Natur genießen. Und abends dann, wenn man Glück gehabt hat, lecker Fisch essen. Anscheinend haben wir kein Glück. Sieht zumindest nicht danach aus. Ich hole mal die Angel ein und probiere es einfach mal hier. Ui! So, jetzt komm. Irgendein Fisch. Hit. Okay, und jetzt? Okay. Ich verstehe, man muss das Ding hinter dem Fisch halten, indem man auf die Maus klickt. Boah. Ist gar nicht so einfach. Komm schon, mach. Wow, das hat lange gedauert. Ein Hering. 8 Inches. Okay, cool. Aber das ist kompliziert. Also da muss ich mir in einer Ruhenstunde nochmal Gedanken noch machen. Da kommt ein Oceanfish. Gibt uns Energie und Health. Können wir den so essen? Probiere ich einfach mal. Na? Komm, ess den mal. Eat the Herring. Jo, hat uns Energie dazu gegeben. Okay, rohen Fisch. Naja, gut, ich meine, ist auch nichts anderes als Sushi. Müssen wir uns doch nichts vormachen. Also, angeln und fischen können wir hier auch in dem Spiel. Wunderbar, gefällt mir. Also muss man nicht unbedingt als Bauer oder als Farmer seine Dasein fristen. Man kann ja auch Angler werden. Hallo, wer bist du denn? Oh Gott, Elliot. Elliot der Schöne mit den langen blonden Haaren. Ah, the new farmer we've all been expecting. And whose arrival that sparked many a conversation. I'm Elliot. I live in the little cabin by the beach. It's a pleasure to meet you. Ich intonisiere ihn einfach mal so. Denn ich denke, Elliot ist hier. Naja, ich habe ja zu Beginn gesagt in der ersten Episode, man kann ihn nicht nur mit Frauen anbändeln. Sondern wahrscheinlich auch mit Elliot. Naja, klar, man kann ja auch als Frau selbst spielen. Aber sei es drum. Gehen wir erstmal zurück zu unserer Farm. Wir haben ja noch die Kartoffeln, die wir anpflanzen können. Hier, die 10 Stück. Ich habe echt gedacht, da kommt mehr bei rum. Pardon. Aber das macht ja nichts. So, dann machen wir einmal dort. So. Echt teuer. Echt teuer, das muss ich ja mal sagen. Ob wir hier in unserem kleinen Teich auch angeln können? So, Kartoffeln haben Wasser, brauchen 6 Tage, wenn ich das richtig behalten habe. Und können wir hier einmal Wasser auffüllen? Und dann möchte ich mal gucken, ob wir hier angeln können. Das wäre ja ein Ding, wenn hier in diesem kleinen Teich Fische drin wären. Obwohl, dort wo Wasser ist, da gibt es auch Fische. Das ist so. Wenn man sich fragt, na, vielleicht hier künstlich angelegte Teiche, Baggerseen, wie kommen denn da Fische rein? Durch das Gefieder der Wasservögel. Oh, und wir haben Müll gefunden. Super. Ich habe jetzt gedacht, den Klassiker im alten Schuh oder so. Nein, nein, durch das Gefieder der Wasservögel, die dort landen. Enten, Gänse, hast du nicht gesehen. Da verklebt das dann halt. Ah, hier findet man wahrscheinlich nur Trash. Und dann können sich dort Fische ansiedeln. Ja. Hier lernt ihr noch was auf meinem Kanal. Ja, was mache ich mit Trash? Trash brauche ich wahrscheinlich überhaupt nicht. Mal weg damit. Mixed Seeds habe ich hier noch. Die hatte ich hier vorne angebaut. Da bleibe ich auch dabei. Ja, super. Die baue ich mal dort an. Zack. Einmal Wasser drauf. Wir wahrscheinlich einen Tag länger brauchen. Wie kriege ich das denn jetzt wieder weg hier? Das sieht unordentlich aus. Das will ich nicht. Das will ich nicht. Das will ich nicht. Kann man das irgendwie so machen? Ah, sehr schön.
Das sieht doch gleich wieder sehr viel besser aus. Ja, 6.20 Uhr nachmittags. Um 5 Uhr waren wir gestern schon im Bett. Ist mir heute ein bisschen zu früh, auch wenn wir nicht mehr viel Energie haben. Ich würde sagen, wir gehen nochmal zurück in die Stadt. Vielleicht lernen wir noch ein, zwei Leute kennen. Ich will auch mal sehen, wie es grafisch aussieht, wenn es dunkel wird, weil wir sehen ja, so langsam setzt die Dämmerung ein. Das ist schon echt ein aufregendes Leben. Hi, wer bist du denn? Kennen wir uns schon? Du bist Marnie, ne? Oder? Wie war es nochmal? Marnie, genau. I sell livestock and animal care products at my ranch. You should swing by sometime. Ja, das ist definitiv so. Wir können auch, ja, kannst ruhig weitergehen. Wir können auch Tiere, jetzt hätte ich gesagt, Tiere anbauen. Nein, wir können natürlich auch Tiere züchten. Was weiß ich. Schweine, Hühner, hast du nicht gesehen? Finde ich super. Was haben wir denn hier? Können wir die Blumen pflanzen? Das sollte ich vielleicht nicht tun. Es könnte sein, dass das nicht so gut ankommt. Aber gehen wir nochmal in die Bar rein. Ah, hier ist heute mal endlich was los. Na, wer bist du denn? What? What do you want? Go away. Shame on you, Shane. Asshole. Entschuldigung. Ich hab noch gar nichts gemacht. Pam. Hey, Kid. The name's Pam. Okay, hallo, Pam. Hey, Gus. Game another round. Nick. Ah, die Dorftrinkerin. Pamela. Naja, was soll's. Was gibt's da eigentlich für Räume? Oh, einfach mal hier reingehen. Oh, die Uhr ist cool. Kann ich die mitnehmen? Direkt mal Freunde machen. Hier diese alte Großvateruhren. Oder wie nennt man die? Diese Grandpa-Clocks oder so. You're not good enough friends with Gus to enter his bedroom. Nee, das ist. Nee. Ich möchte auch bei keinem Mann ins Schlafzimmer reingehen. Nee, habe ich kein Interesse dran. Will ich nicht. Oh, die Lampen hier, die könnte ich auch gebrauchen. Die machen sich bestimmt auch gut zu Hause. Hi, wer bist du denn? Kennen wir uns schon? Ah, ist Clint. Hi, I'm Clint. Hallo, Clint. Also, abends kommen die Leute in die Bar und trinken lecker ein. Ah, kann ich mit dir reden? Ja, was? 400 Goldstücke für ein Bier? Was gibt's denn dazu? Glas aus Platin, Becher aus Platin oder was? Weil mein Brot ist gerade noch erschwinglich. Ich kann mir hier gar nichts leisten. Ist ja super. Doch, hier ein Spiegelei. Nee, ich gebe aber keine 70 Goldstücke für ein Spiegelei aus. Also, da sehen wir mal, dass wir mit unseren 100 Goldstücken oder die 50 Goldstücke, die 500 Goldstücke, die wir zu Anfang hatten, nicht weit mitkommen. Gut, dass wir hier Belohnung kriegen für erfüllte Aufgaben. Ist so langsam dunkel. Auch hier schön mit der Beleuchtung. Wie gesagt, auch wenn ich mich zum wiederholten Male wiederhole, ein Ein-Mann-Projekt. Das muss man immer sitzen lassen, immer mal ein bisschen wirken lassen. Ein Ein-Mann-Projekt. Ziemlich genial. Ende der Woche hatte Gas Geburtstag, ne? Nee, nicht Gas, Louis, der Bürgermeister. Und vorher war noch das Eierfestival. Ach, das ist ein Vogel, hab schon gedacht. Boah, auf einmal verändert sich Stardew Valley in ein Horrorspiel. Nein, es war nur ein Vogel. Ein Vogel in der Dunkelheit. Vogel der Nacht. Verändert sich das hier vom Aussehen, wenn ich Feuer anmache? Wie geil ist das denn? Ich liebe diese kleinen Details in solchen Spielen. Das ist super. Und mit so einem netten Feuer gehen wir ins Bett, schlafen und sehen uns dann in der nächsten Episode wieder. Bedanke mich fürs Zusehen. Das war Stardew Valley, die zweite Episode. Oh, heute gibt es sogar eine Abrechnung. Da sehen wir es, was wir bekommen haben. Für die Parsnips, die wir verkauft haben, 323. Okay, was heißt das Plus hier? Ach so, das ist genaue Abrechnung. Einmal für die normalen Parsnips, 8 Stück 8, 20, das macht dann wie viel? 42 pro Parsnip? Habe ich das richtig ausgerechnet? Ah, wahrscheinlich nicht. Und ein goldener Parsnip oder ein Parsnip mit Stern. Den gibt es für 43, weil er wahrscheinlich besonders gut gewachsen ist. Auch hier das kleine Haus im Hintergrund in den Bergen. Nein, wie süß ist dieses Spiel. Cuteness Overload. Geil. Episode 2 von Stardew Valley. Und dann geht's beim nächsten Mal, wahrscheinlich morgen schon, direkt weiter mit dem dritten Tag. Bedanke mich bei euch fürs Zusehen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Auf Wiedersehen.